Es war eines der gigantischsten Bauvorhaben der Menschheitsgeschichte. Bombensichere Produktionsstätten für das Dritte Reich. Sogenannte Wunderwaffen sollten Tod und Verderben über die Feinde bringen, riesige unterirdische Fabriken den Nachschub für die Wehrmacht liefern. Rüstungsminister Speer hatte das monströse Vorhaben für seinen Führer begonnen. Die Reste des Mammutprojekts dürfen heute nur von wenigen betreten werden. Hunderte Millionen Reichsmark wurden aufgewendet, um ganze Berge zu unterhöhlen. Fertigungsanlagen für kriegswichtige Rüstungsgüter sollten in kilometerlangen Stollensystemen installiert werden. Hunderttausende Sklavenarbeiter mussten das Werk für die Nazis vollbringen. Wie viele dabei ihr Leben ließen, ist ungewiss. Bis zum letzten Tag des Krieges wurde fieberhaft in den Tunneln gearbeitet. Doch wie nah waren die Nazis dran am Erfolg des wahnwitzigen Projekts? Was wäre gewesen, wenn die Rüstungsproduktion unter Tage auf vollen Touren gelaufen wäre? Hätte Hitlers Vernichtungskrieg noch Millionen weiterer Opfer gefordert? Ein Berghang unweit der bayerischen Gemeinde Oberammergau. Vor den Blicken Neugieriger verborgen liegt hier eines der mysteriösen Stollensysteme, das von den Nazis angelegt wurde. Der einzige Zugang ist mit einer Betonblombe verschlossen. Nur der bergtechnische Sachverständige des Bundes darf sie öffnen. Denn alle paar Jahre muss er drinnen nach dem Rechten sehen. Für etwa 20 unterirdische Tunnelsysteme in Süd- und Ostdeutschland ist Heinz Rabe zuständig. Er muss prüfen, ob die Sicherheit der Anlagen noch gewährleistet ist, mit deren Bau vor 60 Jahren begonnen wurde. Nach Kriegsende hatten die Amerikaner auch hier in Oberammergau alles durchsucht. Seitdem stehen die Stollen leer. Die Holzverkleidungen sind morsch. Steine können jederzeit aus der Decke brechen. Die Anlage gehörte der Messerschmitt AG während des Krieges und diente als bombensichere Fertigung und Entwicklungsstelle für den Flugzeugbau. Den Plänen nach gab es hier drei oder sogar vier Zugänge in die Anlage. Einen haben wir jetzt wieder geöffnet, die restlichen wurden bei Kriegsende zugesprengt. Und es sind hier zwei hangparallele Stollen von ungefähr 80, 90 Meter Länge, die durch Querstollen verbunden sind, die dann als Fertigungs- und bombensichere Produktionsstätten dienten. »340 Baustellen waren den Alliierten schon vor Kriegsende bekannt. Im Dritten Reich hatten über 400 Anlagen bereits Decknamen erhalten. Von etwa 800 ist in den Planungen des Rüstungsministeriums die Rede. Lange Zeit hatte die Naziführung gezögert, den Ausbau unterirdischer Fabriken zu beginnen. Erst als im Sommer 1943 alliierte Bomberstaffeln immer erfolgreicher über Deutschland operierten, gab Hitlers Rüstungsminister Albert Speer den Befehl, die Waffenproduktion systematisch unter Tage zu verlegen. Zunächst sträubte sich die Industrie gegen die Verlagerung, obwohl die horrenden Kosten vom Reich übernommen wurden. Zu unausgereift schienen die Pläne, zu chaotisch die Durchführung. Zunächst ließen die Nazis vor allem bestehende Bergwerke ausbauen. Am Ufer des Neckar wurde Ende 1943 eines der ersten Projekte durchgeführt, Deckname Neustadt. 120 Meter tief unter Weinberghängen liegt hier bis heute ein riesiges unterirdisches Stollensystem verborgen.
In Neckarzimmern wurde schon vor über 150 Jahren Gips abgebaut. Im Ersten Weltkrieg war in den Stollen eine Sprengstofffabrik untergebracht. Ab 1937 wurde dort Munition gelagert. Ob die Latrinen der Arbeiter noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, ist unklar. Denn das Tunnelsystem gehört zu den wenigen, die immer noch benutzt werden. Die Eisentür führt in eine unterirdische Stadt. Den Berg durchzieht ein 34 Kilometer langes, befahrbares Straßennetz. Auf 130.000 Quadratmetern sollte hier eine gigantische Waffenschmiede entstehen und wurde im Frühjahr 1944 sogar teilweise in Betrieb genommen. Heute erstreckt sich die Anlage auf einer Gesamtfläche von 170.000 Quadratmetern. Seit Jahrzehnten sind in Neckarzimmern Einheiten der Bundeswehr stationiert. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier zwei Produktionsstätten ausgelagert. Einmal Munitionsverpackungsmittel einer nahegelegenen Munitionsfabrik und darüber hinaus eine Kugellagerherstellung aus einer Fabrik, die ursprünglich in Schweinfurt angesiedelt war. Als begonnen wurde, 1957 diese Anlage auszubauen, befanden wir uns in einer politischen Situation des Kalten Krieges, wo aufgrund der möglichen Konfrontation hier Anlagen, Einrichtungen gesucht wurden, die zum Beispiel auch atombombensicher sind. Und dort eben Lagerung von Hochwertteilen und entsprechende Instandsetzungsarbeiten weitergeführt werden können, auch unter den verschärften Bedingungen eines hier stattfindenden Krieges. 720 Menschen arbeiten hier unter Tage und sorgen für den Nachschub von Waffen und Ersatzteilen. €1,6 Millionen lässt sich das Bundesverteidigungsministerium den Unterhalt der Anlage jährlich kosten. Heute geht es darum, hier diebstahlgefährdetes Material, besonders schutzwürdiges Material in dieser Untertageanlage zu lagern und instand zu setzen. Und der große Vorteil, wenn ich das noch anfügen darf, ist, dass wir hier besondere klimatische Bedingungen haben, nämlich eine konstante Lufttemperatur, konstante Luftfeuchte, sodass wir also einen sehr geringen Aufwand in dem Bereich Konservierung und Verpackung haben. Darüber hinaus ist die Anlage mit einigen wenigen Zu- und Abgängen und Frischluftstollen auch sehr einfach zu schützen, sodass also auch der Bewachungsaufwand für diese sehr großdimensionierte Anlage vergleichsweise gering ist. Wo heute Material für die deutschen Friedensmissionen im Kosovo und in Afghanistan lagert, sollten vor 60 Jahren kriegswichtige Rüstungsgüter produziert werden. Mindestens 50 Millionen Reichsmark sollte der Ausbau kosten. Knapp die Hälfte wurde bis Kriegsende fertig. Vor allem die Kugellagerfabriken in Schweinfurt waren das Ziel alliierter Bomberstaffeln. Trotz schwerer Verluste gelang es den Amerikanern, die Fabriken in Schutt und Asche zu legen. Das Ziel aber, den Nachschub für Hitlers Wehrmacht lahmzulegen, wurde zunächst nicht erreicht. Bis zu 80% der kriegswichtigen Schlüsselindustrien sollten unter Tage verlegt werden. Neben den Kugellagerfabriken waren es Produktionsstätten für Flugzeugmotoren sowie Treibstofflager und das geheime Raketenprogramm der SS. Nur etwa 20% wurden in Betrieb genommen. Anlagen, die als kriegsentscheidend galten, waren besonders gut getarnt, um sie den Blicken alliierter Aufklärungsflugzeuge zu entziehen. So wurden die riesigen Treibstoffvorräte Nazi-Deutschlands schon ab Mitte der 30er Jahre unterirdisch eingebunkert. In der Nähe von Bremen ist ein solches Lager auch über 60 Jahre später noch in Betrieb. Regelmäßig müssen die staatseigenen Anlagen gewartet werden. Nur geschultes Personal darf in die Tanks hinabsteigen.
4000 Kubikmeter Treibstoff fassen die riesigen Behälter aus 12 mm starkem Schiffbaustahl, umhüllt von 1 Meter dickem Beton. 80 Stück sind es insgesamt. Überall im Dritten Reich wurden die Bauarbeiten unter Tage mit Hochdruck vorangetrieben. Die Absicht der Feinde, durch planmäßigen und massierten Bombenwurf die deutsche Rüstung zu zerschlagen, ist gescheitert. Rechtzeitig und mit deutscher Gründlichkeit wurden kriegsentscheidende Fertigungen unter die Erde verlagert. Waffen, Hände, Herzen heißt dieser Propagandastreifen, der einige der seltenen Filmaufnahmen enthält, die die unterirdischen Baustellen zeigen. Gedreht wurden die Szenen im thüringischen Kahla, wo eine Flugzeugfabrik entstehen sollte. Deckname Lachs. Vor allem ausländische Zwangsarbeiter mussten in den Stollen die Drecksarbeit verrichten, unter unmenschlichen Bedingungen. Den ersten Tag sind wir eingeteilt. Am ersten Tag wurden wir eingeteilt. Ein deutscher Offizier hielt eine Ansprache und sagte zu uns: Ihr werdet arbeiten, bis ihr tot umfallt. In den Stollen mussten drei Leute mit der Bohrmaschine Löcher bohren, drei schaufelten und einer brachte die gefüllten Loren nach draußen. Von einem Gerüst aus wurden 2,5 bis 3 Meter tiefe Löcher in die Decke gebohrt und mit Dynamit gefüllt. Dann explodierte alles und sofort danach mussten wir weiterarbeiten und schaufeln. Vor lauter Staub und Gasen konnten wir einander nicht sehen. Doch es gab keine Gnade. Wir mussten weitermachen. Nach 12 Stunden im Berg bekamen 10.000 Sklavenarbeiter eine kärgliche Essensration. Anfang Februar 1945 wurden sogar 14- bis 16-jährige Schüler nach Kahla abkommandiert, um bei den Bauarbeiten zu helfen. Das technische Konzept war sicher ein rational durchdachtes und im Hinblick auf die Luftherrschaft der Alliierten über Deutschland unabweisbar. Die Methoden waren natürlich die des hellen Wahnsinns. Die Maschine, die ungebremst unter Dampf gehalten wurde, obwohl sie absehbar dem Abgrund, nämlich im Ende des tausendjährigen Reiches, zuraste. Und die Unmenschlichkeiten, die dann vollzogen wurden, noch kann man eigentlich als normal denkender und fühlender Mensch nicht mehr nachvollziehen. Die deutsche Führung verkündete: Der deutsche Himmel muss und wird wieder freigekämpft werden. Unsere Erfinder und Konstrukteure werden der Masse der feindlichen Terrorbomber Flugzeuge entgegenwerfen, die in Abwehr und Angriff unbedingt siegen werden. Eine der geheimsten Neuentwicklungen der Luftwaffe wurde in Kahla gebaut, der Düsenjäger Me-262. Die erste Maschine war Mitte Februar 1945 startbereit. Das Flugzeug sah aus wie ein Fisch. Es war sehr modern gebaut, sehr schlank und wohl sehr schnell. Wir hatten Gerüchte aufgeschnappt, dass hier jeden Monat 1200 Flugzeuge gebaut werden sollten. Das konnten wir einfach nicht glauben. Aber es spielte sich vor unseren Augen ab. Wir hatten große Angst davor, denn uns war klar, wenn der Krieg noch länger dauert, werden wir nicht überleben. Als der Urlaub noch lang dauerte, dass es uns abgelaufen war. 1945 macht die US Air Force bei Kahla diese Luftaufnahmen. Deutlich erkennbar sind die verbunkerten Zugänge und ein Lastenaufzug an der Seite des Berges. Innen wollte man eine Gesamtstrecke von 30 Kilometern ausbauen. Bei Kriegsende war knapp die Hälfte in den Fels gesprengt. Die nicht mehr ausgebauten Stollen führten in das eigentliche Herzstück der Anlage. 4 riesige unterirdische Hallen, wo auf 27.000 Quadratmetern gearbeitet werden sollte.
Wir sind hier in einer der großen Hallen, die für die Endfertigung der Strahlflugzeuge, also der Me-262, vorgesehen waren. Hier konnte das Flugzeug komplett zusammengebaut werden und dann in diesem großen Stollenquerschnitt bis nach Übertage transportiert werden, von wo es dann auf den Berg hochgezogen wurde mittels eines Aufzugs und dann starten konnte. Auf dem völlig unterhüllten Bergrücken hatten die Deutschen offenbar eigens eine Startbahn angelegt. Die Serienproduktion der Düsenjäger war nur eine Frage der Zeit. Doch nur wenige sind hier noch gestartet. Ich erinnere mich noch an zwei Starts der Me-262. Wir waren ja im Außenbereich, auch in Sichtweite des Schreckaufzuges, eingesetzt und konnten also sehen, was über Tage vor sich ging. Wir schauten alle in die Höhe und da zeigten einige schon den Horizont. Und dann sahen wir dieses eigenartig schnell fliegende Gerät. Und man konnte es schon als Wunderwaffenkategorie einstufen. Große Hoffnungen hatte die Naziführung auf den Einsatz der vielbeschworenen Wunderwaffe gesetzt. Doch letztlich konnten auch die hochmodernen Düsenjäger nichts gegen die Übermacht der alliierten Luftstreitmacht ausrichten. Trotzdem wurden bis zuletzt noch hunderttausende KZ-Häftlinge aus den Todeslagern im Osten ins Reich verbracht, um binnen weniger Monate neue Flugzeugfabriken zu errichten. Max Mannheimer kam im Februar 1945 aus Auschwitz nach Mühldorf am Inn. Wir wussten, dass da eine unterirdische Flugzeugfabrik gebaut werden soll. Und das war schon bekannt. Und es war auch bekannt, der Grund, weil eben die oberirdischen Rüstungsbetriebe alle bombardiert wurden. Dann hat man sich entschlossen, alles unter die Erde zu legen. Hier zum Beispiel sollten drei Stock unter der Erde, drei Stock über der Erde sein. Also es kam mir vor wie im alten Ägypten beim Pyramidenbau. Eine Menge Menschen hin und her gelaufen, angetrieben von Kapos. Denn es war ein Projekt, das sehr schnell fertiggestellt werden sollte. Auf 400 Meter Länge sollte die 5 Meter dicke Stahlbetonschale die Produktionshallen überwölben. Etwa 2000 Häftlinge kamen bei den Bauarbeiten ums Leben. Die Hauptarbeiten bestanden in Erdbewegungen, Eisentragen und Zementtragen. Das war eigentlich das schlimmste Kommando und es war gefürchtet. Damals berechneten die SS-Ärzte, dass ein Häftling, von dem man diese Leistung verlangt und diese Arbeit zu leisten hat, eine Lebenserwartung zwischen 60 und 80 Tagen hat. Und das hat auch der Wahrheit entsprochen. 37 Kilogramm wog Max Mannheimer bei Kriegsende. Viele seiner Leidensgenossen erlebten die Befreiung nicht mehr. In Güterwaggons gepfercht waren sie noch kurz zuvor aus Mühldorf und anderen Lagern evakuiert und Richtung Dachau gebracht worden. Die Bilder der Toten und der Überlebenden schockieren die freie Welt. In einem Wald nordöstlich von Nürnberg, ein versteckter Tunneleingang, normalerweise von einer Betonwand verschlossen. Bergbauingenieure haben ihn eigens geöffnet, um Sicherungsarbeiten durchzuführen. Das Doggerwerk bei Hersbruck zählt zu den größten unterirdischen Anlagen, die von den Nazis gebaut wurden. Bis heute ist selbst in den umliegenden Ortschaften auf der Fränkischen Alb nicht bekannt, wie groß das mysteriöse Tunnelsystem im Berg wirklich ist. Die Stollen waren teilweise fertig ausbetoniert, doch offenbar wurden sie nie benutzt. Einmal im Jahr untersucht Heinz Rabe die Anlage. Besonders während des Winters stürzen immer wieder Stollen teilweise ein und müssen dann mit großem Aufwand verfüllt werden.
Der bergtechnische Sachverständige weiß nur zu genau, wie gefährlich die Arbeit unter Tage ist. Vor allem in den Bereichen, die von den Nazis nicht mehr ausgebaut wurden, können jederzeit Steinblöcke herunterstürzen. Ja, hier kommen wir jetzt aus den gesicherten Stollenbereichen in die ungesicherten Stollen. Sie sehen, das ist alles im Sandstein ohne Sicherung. Und hier haben wir die größten Gefahren, dass Sandsteinpacken sich von der Firste, sagt der Bergmann, von der Decke lösen, nach unten fallen und dann Verbrüche hervorrufen, die bis nach über Tage gehen können. Von den Nazi-Behörden wurde die Anlage unter dem Decknamen Esche 1 geführt. Wir kommen jetzt hier in den Bereich des Streckenvortriebs. Hier sollte also dieser Stollen weiter vorgetrieben werden. Wir sehen das daran, dass die Bohrlöcher, Sie sehen hier die schwarzen Punkte, für die Sprengung schon hergestellt worden sind. Und wenn man Glück hat, findet man auch noch neben dem Bohrgestänge, das noch drin steckt, das ist also das Original, findet man auch noch in den Bohrlöchern, hier haben wir eine Sprengstoffpatronen. Also die Bohrlöcher waren schon geladen, es war also fertig zum Absprengen. Und es hörte von einem Tag zum anderen auf und man ließ alles stehen und liegen. Über 9000 Häftlinge aus dem KZ Flossenbürg wurden hier unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen, um die Stollen schnellstmöglich fertigzustellen. Etwa 3500 kamen dabei ums Leben. Von diesen vorgesehenen rund 100.000 Quadratmetern Grundfläche sind ungefähr 15.000 Quadratmeter fertig geworden. Die ganze Anlage hätte nach hier noch weiter geführt werden sollen. Man sieht das an diesen Streckenansätzen. Die Strecken liegen alle 20 Meter auseinander und sollten dann als Produktionsstätten dienen. Diese Anlage wurde begonnen im März 1944 und der Vortrieb wurde bis Mai 1945 durchgeführt. Und man hat ungefähr 7,5 Kilometer Strecken, Stollen aufgefahren. Ein Teil, ungefähr 10% der Stollen, auch schon betoniert. Und der Rest ist praktisch noch im Rohbau. Die Anlage sollte für die Motorenproduktion, für BMW-Motorenproduktion, für Flugzeuge hergerichtet werden, um die Produktion von Übertage in bombensichere Untertageräume zu verlegen. Eine 500.000 Kubikmeter Dogger-Sandstein brachen die Sklavenarbeiter aus dem Berg. Doch Flugzeugmotoren wurden hier nie gebaut. Auf Befehl der amerikanischen Besatzungsmacht hat man die Stolleneingänge nach dem Krieg vermauert. Die verlassene Anlage geriet in Vergessenheit. Ab und zu kommen ehemalige KZ-Häftlinge hierher, um ihrer ermordeten Kameraden zu gedenken. Vor allem von einer Waffengattung erhoffte sich die Nazi-Führung die entscheidende Wendung des Kriegsverlaufs. Im Propagandajargon des Dritten Reiches hieß sie V2, V für Vergeltung. Der Raketentechniker Wernher von Braun hatte in Peenemünde den neuartigen Flugkörper vom Typ A4 entwickelt und zur Produktionsreife gebracht. Mit der V2 wollte man vor allem Ziele in England zerstören und so die britische Zivilbevölkerung terrorisieren. Trotz vieler Fehlversuche, die V2 war ab Sommer 1944 einsatzbereit. Weiter nach der Werbung, das unterirdische Reich, die geheimen Welten der Nazis. Gleich bei Spiegel TV Spezial. Ein unscheinbarer Bergrücken im Harz. Mitte April 1945 haben amerikanische Truppen die Stadt Nordhausen erreicht. Im Schatten des Kohnstein finden sie ein KZ mit ausgemergelten Häftlingen,
und viele Leichen. Überlebende des Lagers Mittelbau Dora berichten den Befreiern von mysteriösen Stollen im Berg, von einer streng geheimen Raketenfabrik, wo sie als Sklavenarbeiter der SS arbeiten mussten. Doch die Sieger wissen längst, dass sich hier eine der wichtigsten Waffenschmieden des Dritten Reiches befand. Nach einem verheerenden Bombenangriff der Briten auf die Entwicklungsstelle in Peenemünde hatten die Nazis die Raketenproduktion im August 1943 kurzerhand in ein dort bereits vorhandenes Treibstofflager verlegt. KZ-Häftlinge mussten sofort mit dem Ausbau beginnen, unter grausamsten Bedingungen. Die 10.000 Häftlinge waren in 4 Querkammern des Stollensystems untergebracht. Das heißt, sie waren dort untergebracht, wo sie auch arbeiten mussten. Die Häftlinge waren völlig inadäquat gekleidet für das, was hier unten passierte an Zwangsarbeit. Sie hatten ihre dünne, gestreifte Häftlingsuniform an in der Kälte. Es war sehr feucht. Das führte natürlich sehr schnell zum Ausbreiten von Lungenkrankheiten. Und es ist kein Wunder, dass viele von den 3.000 Toten der ersten 5 Monate an TBC und anderen Lungenkrankheiten zugrunde gingen. Alle anderen an den Folgen von Erschöpfung, von Entkräftung, von Verhungern, von Erfrieren und nicht zu schweigen von den Misshandlungen durch SS-Personal, aber auch durch zivile Angestellte des Mittelwerkes. Das 250.000 Quadratmeter große Tunnelsystem des Kohnstein ist heute weitgehend gesperrt, denn der Aufenthalt in den ungesicherten Stollen ist lebensgefährlich. Nur die Männer von der Bergsicherung gehen ab und zu hinein, um die Anlage zu überprüfen. Doch immer wieder versuchen Schatzgräber oder kriminelle Souvenirjäger hier unten einzudringen. Denn Originalteile aus dem Raketenberg sind bei Sammlern besonders begehrt. Peter Wolf wurde aus Auschwitz nach Mittelbau-Dora gebracht. Als jüdischer Häftling bekam er die Lagernummer 105.065. Die Stollen mag er nicht mehr betreten. Zu schrecklich sind die Erinnerungen. Wir Häftlinge, die wir in der Kaserne in Nordhausen jeden Morgen mit der Bahn zu den Stollen gebracht wurden, wir wurden als das Todeskommando anerkannt und angesehen und nannten uns auch so. Die Arbeit draußen, die war etwas, sagen wir mal, leichter als drinnen, weil man drin mehr unter der Aufsicht der SS war, unter der dauernden Aufsicht der SS. Die Leute wurden andauernd geschlagen. Vor unserer Zeit haben die Leute ja auch gar kein Tageslicht gesehen, denn die waren also 24 Stunden in dem Stollen eingeschlossen. Die schliefen, die aßen, die arbeiteten dort im Stollen. Die Bedingungen waren mörderisch und die Brutalität der SS, die kann man gar nicht in Worten wiedergeben. Es sind also viele, viele umgekommen. Vom unsagbaren Leid der SS-Sklaven zeugen die Erinnerungen. Das Innere des Berges ist ein Trümmerfeld. Kaum vorstellbar, dass hier einst eine ganze Fabrik untergebracht war. R200 Millionen hatte das Rüstungsministerium veranschlagt, um auf insgesamt 600.000 Quadratmetern ein gigantisches unterirdisches Industriegebiet zu schaffen. Die V-Waffenproduktion blieb das Herzstück. 1.000 Stück, so der ehrgeizige Plan, sollten pro Monat gefertigt werden. Im April 1944 lag die Kapazität bei 450 Raketen. Doch selbst diese Zahl wurde kaum erreicht, denn die Produktion verlief selten reibungslos. Es war keine normale Fabrik insofern, als hier ein Produkt hergestellt wurde, das noch nicht serienreif war.
Das heißt, es wurden nahezu täglich von Peenemünde aus vom Entwicklungswerk der A4-Rakete Produktionsänderungen befohlen, die in den laufenden Produktionsprozess eingefügt wurden, was zur Folge hatte, dass natürlich weit mehr als die Hälfte der Raketen nicht funktionsbereit waren. Seltene Farbfotos, aufgenommen von Hitlers Kameramann Walter Frenz. Unter Anleitung deutscher Techniker setzten ausgewählte Häftlinge die Raketen aus etwa 45.000 Einzelteilen zusammen. Die fertigen V2 wurden in Stollen 41 gebracht zur Endkontrolle. Der 15 Meter hohe Prüfstand steht heute fast ganz unter Wasser. Von hier aus wurden die Raketen auf Eisenbahnzüge verladen und zu den Abschussbasen in Norddeutschland und im besetzten Holland gebracht. Nach Kriegsende haben zunächst die Briten und Amerikaner alles Brauchbare aus dem Kohnstein geschafft. Dann kamen die Sowjets und holten sich, was noch übrig war. Doch in Stollen 29 finden sich bis heute Relikte der unterirdischen Raketenproduktion. Triebwerke und andere Bauteile der V2 rosten im Wasser vor sich hin. Es sind die letzten Überreste der wahnwitzigen Idee, die Rüstungsproduktion des Dritten Reiches in weiten Teilen unter die Erde zu verlegen. Ob eine große Zahl von einsatzfähigen Raketen den Fortgang des Krieges noch hätte beeinflussen können, ist ungewiss. Im Kohnstein jedenfalls war die Produktion nahezu unangreifbar. Die alliierten Dienste waren sehr weitgehend und sehr detailliert unterrichtet darüber, was hier passiert, und das im Wesentlichen durch die Auswertung von Luftaufnahmen. Da wurden zum Beispiel die Luftschächte des Kohnsteins bis auf den Meter genau erkundet, und man hat sehr lange und intensiv darüber nachgedacht, ob man nicht zum Beispiel Phosphor oder ähnliche brennbare Gegenstände durch die Luftschächte abwerfen könnte, um die Untertageanlage zu bombardieren und unbrauchbar zu machen. Filmaufnahmen der US Army vom 12. April 1945. In der bei einem britischen Bombenangriff schwer beschädigten Boelcke-Kaserne offenbart sich den Befreiern das ganze Grauen des Lagersystems von Mittelbau-Dora. Hierher wurden die ausgemergelten SS-Sklaven zum Sterben gebracht. Vernichtung durch Arbeit. Die vielen Toten, die man sieht, man gewöhnt sich irgendwie dran. Frühmorgens musste man also blockweise zum Appell antreten. Da mussten natürlich alle, und es sind über Nacht viele gestorben, die musste man alle daneben legen, die wurden alle mitgezählt. Nicht? Man war immer froh, dass man den Abend erlebte. Ich war oft gefragt, warum habt ihr keinen Widerstand getrieben gegenüber den SS-Leuten und so. Und da muss ich immer sagen, wenn wir abends noch am Leben waren, dann haben wir den ganzen Tag über genug Widerstand geleistet. Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen Begriff vom wirklichen Größenverhältnis der V2. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre. Ziel der todbringenden Waffe war vor allem London. Am 7. September 1944 schlug die erste V2 im Zentrum der britischen Hauptstadt ein. Nach dem Willen der Nazi-Führung sollten Zehntausende folgen. Propagandaminister Joseph Goebbels triumphierte. An der Heimatfront wurden die ersten Erfolge der Wunderwaffen skrupellos instrumentalisiert.
Ich habe damals nach den schweren Angriffen auf die Reichshauptstadt in Berlin erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich dort angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn Überraschung ist auch eine Waffe. Ursprünglich hatte die Naziführung geplant, die V-Waffen aus riesigen Abschussbunkern abzufeuern. So entstand im nordfranzösischen Watten ab Mai 1943 ein 40 Meter breiter und 75 Meter langer Betonkoloss. Die deutschen Ingenieure glaubten, dass die 5 Meter dicke Stahlbetondecke undurchdringlich sei. Britische Spezialeinheiten bewiesen im Sommer 1944 das Gegenteil. Die unvollendete Anlage wurde von Bomben schwer beschädigt und für V-Waffenabschüsse unbrauchbar. Das Innere der Mammutanlage hat man nach dem Angriff umgebaut und für die Treibstoffproduktion genutzt. An die ursprüngliche Bestimmung erinnert heute ein maßstabgetreues Modell der V2. Aus Sicht der Wehrmacht war die Zerstörung von Watten ein taktischer Fehler der Alliierten. Denn so regten sie Überlegungen zu neuen Konstruktionen an. Die Raketen, so der von Professor Braun unterstützte Plan, würden von einer Vielzahl mobiler Lafetten abgefeuert. Diese leicht zu tarnenden Abschussbasen konnten vom Gegner nicht rechtzeitig erkannt werden. Für die Bomberpiloten waren solche Ziele nur schwer zu bekämpfen. Oh yeah, we knew all about the danger of this. Wir wussten über die Gefahr genau Bescheid, vor allem als die V2 kamen. Die wurden vom Kontinent abgefeuert und schlugen irgendwo in England ein. Das war wirklich furchtbar. Für die Leute, die mehr darüber wussten, zum Beispiel Winston Churchill, war es entscheidend, denn die mussten sich auch um die Moral der Bevölkerung Sorgen machen. Für uns war das einfach ein Job, den wir machen mussten. Wir kannten die Bedeutung, wussten aber nichts von den weitreichenden Auswirkungen. Die sogenannten Dambusters, die 617. Schwadron der Royal Air Force, wurde immer dann eingesetzt, wenn der britische Geheimdienst militärische Punktziele, so auch die Abschussbasen der V-Waffen, identifiziert hatte. Im nordfranzösischen Vizernes steht die wohl spektakulärste unterirdische Bunkeranlage, von der aus die sogenannten Vergeltungswaffen in großer Zahl abgefeuert werden sollten. La Coupole, die Kuppel, nennen die Einheimischen die gigantische Dachkonstruktion. Innen sollten wie am Fließband Sprengköpfe auf die Raketen montiert werden. Die einsatzbereiten Flugkörper konnten, so der Plan der Nazis, anschließend nach draußen in einen ehemaligen Steinbruch transportiert und sofort abgeschossen werden. Die Lagerkapazität war auf 500 Raketen ausgerichtet. Tausende Zwangsarbeiter mussten von einem alten Steinbruch aus kilometerlange Stollen in den Berg sprengen, unter unmenschlichen Bedingungen. Das Herz der Anlage sollte von der 5 Meter dicken, 55.000 Tonnen schweren Betonkuppel überwölbt werden. Die Ausbrucharbeiten im Inneren hatten begonnen. Hier sollten die Raketen zur Endmontage der Sprengköpfe aufgerichtet werden. Die achteckige Halle ist 13 Meter hoch.
Doch schon kurz nach Baubeginn hatten die Briten von der Anlage erfahren und die Dambusters mit der Zerstörung beauftragt. Es war notwendig, dass wir diese Anlage unschädlich machten, bevor sie von dort aus diese furchtbaren Waffen auf uns abschießen konnten. Wir wurden intensiv auf den Einsatz vorbereitet, mit allen verfügbaren Informationen versorgt. Die Grundidee war, das Ziel umzuflügen. So konnte man einen zweifachen Effekt erzielen. Bei einem direkten Treffer zerbarst das Ziel in 1000 Stücke. Gleichzeitig wurden die Grundfesten der Anlage zerstört. Eine ganz besondere Bombe hatten britische Waffentechniker zu diesem Zweck entwickelt. Die 12.000 Pfund schweren Tallboys konnten auch meterdicke Bunkerdecken durchschlagen. Am 17. Juli 1944 kamen sie auch über Wisern zum Einsatz. Der 617. Bomberschwadron gelang zwar kein direkter Treffer auf die Kuppel, die Anlage aber war nach dem Angriff unbrauchbar. Informationen darüber, wie ein Angriff verlaufen war, gab es ziemlich schnell, denn die Aufklärungsflugzeuge waren meistens schon kurz danach vor Ort und brachten Fotos mit. Dann wurde uns gesagt, ob wir erfolgreich waren oder ob wir noch einmal hin mussten. Aber wenn die Tallboys getroffen hatten, war das normalerweise nicht mehr nötig. 11 Tage zuvor hatten die Dambusters auch den kleinen Ort Mimoyek angegriffen, wenige Kilometer entfernt von der Kanalküste südlich von Calais. Auf Befehl von Rüstungsminister Speer war auch hier im Sommer 1943 mit dem Bau einer unterirdischen Anlage begonnen worden. Für eine Waffe, die wie die V2 London direkt erreichen sollte. Um Hitlers Traum von der sogenannten England-Kanone zu beenden, genügte eine einzige Tallboy-Bombe. Sie durchschlug die 6 Meter dicke Betondecke und explodierte im Inneren des Berges. Dort hatten Zwangsarbeiter 100 Meter lange Schächte schräg in den Berg gesprengt, für ganze Batterien neuartiger Hochdruckpumpen. Diese auch V3 oder fleißiges Lieschen genannten Kanonen sollten Granaten bis zu 200 Kilometer weit schießen. Welche Art von Granaten die England-Kanone mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Sekunde abfeuern sollte, ist unklar. Von biologischen oder chemischen Kampfstoffen ist die Rede. Beweise dafür gibt es nicht. Nach dem erfolgreichen Bombenangriff war die Anlage zwar unbrauchbar, aber nicht vollständig zerstört. Heute sind noch ein paar der 60 Jahre alten Stollen begehbar. Ein Modell des sogenannten Tausendfüßlers erinnert daran, welch perfide Idee die Nazis hier ins Werk zu setzen versuchten. Die Gefahr für England war offensichtlich so groß gewesen, dass der britische Premier Winston Churchill sich noch 8 Monate nach der Befreiung Frankreichs mit Mimoyek befasste. Er könne nicht zulassen, dass diese Anlage die Sicherheit des Landes weiter bedrohe, schrieb er in einem geheimen Memorandum. So wurden die noch intakten Schächte der V3 von britischen Pionieren gesprengt. Wusste Churchill mehr darüber, was die Nazis planten, als bis heute bekannt ist? Ein totes Gleis führt ins Niemandsland, Falkenhagen südöstlich von Berlin. Die britischen Akten über den kleinen Ort in der brandenburgischen Provinz sind bis heute teilweise unzugänglich. Denn hier sollte eine der gefährlichsten Massenvernichtungswaffen der Kriegsgeschichte produziert werden. Unter Gas verstehen wir jene Erzeugnisse der chemischen Industrie, die als chemische Kampfstoffe bei Kampfhandlungen eingesetzt werden können, mit dem Ziel, auf den Gegner einzuwirken und ihn kampfunfähig zu machen. So hat sich die chemische Waffe von Hunderten von Geistern und Kräften geschmiedet, schon im Ersten Weltkrieg
zu einem wirkungsvollen Kampfinstrument entwickelt. Wir müssen daher auch im gegenwärtigen Völkerringen jederzeit mit ihrem Einsatz durch den Gegner rechnen. Ein Schulfilm der Wehrmacht. Man zeigt Hitlers Soldaten die Wirkung der Chemiewaffen Lost und Blausäure am lebenden Objekt. Großbritannien, die USA und die Sowjetunion verfügten während des Zweiten Weltkrieges über große Mengen dieser Kampfstoffe. Auch Nazi-Deutschland besaß etwa 55.000 Tonnen. Eingesetzt wurden diese tödlichen Waffen nicht. Zu furchtbar waren die Erinnerungen an die Schrecken des Gaseinsatzes im Ersten Weltkrieg. Dr. Hoffmann, einst Physiker an der Akademie der Wissenschaften der DDR, hat sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte Falkenhagens beschäftigt. Vor neugierigen Blicken geschützt hatte das Heereswaffenamt 1938 die Anlage in einem ausgedehnten Waldstück versteckt. Unter dem Decknamen Seewerk wurden hier vor allem Brandstoffe entwickelt. Unvollendete Gebäudeteile zeugen von einem Projekt, das hier 1944 begonnen wurde. Das Oberkommando des Heeres hatte das Gelände der IG Farben überlassen, um hier einen völlig neuartigen chemischen Kampfstoff zu produzieren. 44 Millionen Reichsmark wurden für den Bau veranschlagt. Ein riesiges Heizkraftwerk war schon im Rohbau fertig. Die Chemiker hatten ihre Labors bereits nach Falkenhagen gebracht. Es gab eine neue Verfahrensentwicklung, das war der Kampfstoff Sarin. Und dieser Kampfstoff sollte hier in Falkenhagen in einer Großanlage produziert werden. Sarin wirkt speziell auf das Atmungssystem. Wenn man also mit diesem Kampfstoff in Berührung kommt, und zwar genügt es zum Beispiel, wenn ein Tröpfchen in einen Kubikmeter Luft verdunstet, dass man dort innerhalb von 6 Minuten bei schlagenden Herzen erstickt. Die Atmung wird außer Gefecht gesetzt. Die bis dahin bekannten chemischen Waffen waren für die Soldaten auf beiden Seiten erkennbar gewesen. So wurde der rechtzeitige Einsatz von Gasmasken immer wieder geübt. Sarin jedoch war anders. Man konnte es weder sehen noch riechen oder schmecken. Der Tod kam ohne Vorwarnung. Hitler, so heißt es, habe den Einsatz von Gas verboten, weil er selbst im Ersten Weltkrieg fast erblindet wäre. Die Produktion von Sarin aber hat er persönlich befohlen. Hätte er auch den Einsatz dieser neuartigen Waffe gescheut, wenn sie zur Verfügung gestanden hätte? Mit einer Monatsproduktion von Sarin wären die Nazis in der Lage gewesen, eine Großstadt wie London zu entvölkern. Als die Rote Armee Anfang 1945 die Grenzen des Dritten Reiches erreichte, packten die deutschen Chemiker in Falkenhagen ihre Ausrüstung zusammen. Nichts sollte die Sieger an das Vorhaben erinnern. Sarin wurde hier nie produziert. Die sowjetischen Eroberer nutzten den Fabrikationstrakt für die Schweinezucht. Nach dem Krieg fiel man aus allen Wolken, als man sah, was für eine Katastrophe hier in Vorbereitung gewesen ist. Dieser Kampfstoff war eine reine deutsche Entwicklung, die den anderen Alliierten in keinster Weise bekannt war. 500 Tonnen pro Monat sind sehr viel und das wäre für Granaten oder Bomben, hätte man damit ganze Flächen ausrotten können. Und da macht man keinen Unterschied, ob Zivilisten oder Soldaten. Ein 80 Meter langer unterirdischer Gang ist der Rest der halbfertigen Abfüllanlage für Sarin. Als Termin für den Produktionsbeginn hatte die IG Farben ihren Auftraggebern den Sommer 1945 avisiert. Wie realistisch das war, lässt sich heute nicht mehr klären. Amerikanische Panzerverbände auf ihrem Vormarsch in Österreich Anfang Mai 1945. Die traurigen Reste der Wehrmacht haben sich der Übermacht ergeben und gehen in Gefangenschaft. Bilder vom Kriegsende bei Salzburg, gedreht von einem Kameramann der US Army.
Am 8. Mai erreichen die Kriegsberichterstatter das zwei Tage zuvor befreite Konzentrationslager Ebensee und dokumentieren die Leiden der Überlebenden. KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter aus Ebensee waren unweit des Lagers in einem geheimen Stollensystem der SS eingesetzt. Deckname Zement. Einmal täglich fährt heute eine Diesellok in den Berg, um den dort geförderten Kalk abzufahren. Vor 60 Jahren hatte man den Familienbetrieb enteignet und der SS für die Produktion der spektakulärsten Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Waffentechnik überlassen. Die Anlage wurde nie in Betrieb genommen. Doch vor allem im ehemaligen Stollen A ist die ursprüngliche Bestimmung noch zu erkennen. Meter hoch sind die Hallen, in denen man unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Hans Kammler sogar Interkontinentalraketen montieren wollte. Denn das neueste Modell, die 26 Meter hohe A-9, würde, so der ehrgeizige Plan der Nazis, sogar die USA erreichen. 20 Stück pro Monat sollten in Ebensee gebaut werden. Die A9 wurde nicht einmal mehr getestet. Ihr Erfinder Werner von Braun kam nach Kriegsende unbehelligt in die USA, um dort seine Raketenforschung neuen Herren zu widmen. Die genaue Zahl der Opfer seiner Arbeit im Dienste Hitlers ist unbekannt. Wochenschauaufnahmen aus der Wolfschanze bei Rastenburg im Sommer 1944. Hitler verabschiedet den italienischen Diktator Benito Mussolini. Auf 250 Hektar waren in Ostpreußen das Führerhauptquartier und der Wehrmachtsführungsstab untergebracht, von drei schwer bewachten Sperrkreisen geschützt. Die Bahngleise, auf denen einst die Verbündeten des Dritten Reiches zum Besuch des Hauptquartiers einfuhren, sind zugewachsen. Die ehemalige Wolfschanze ist ein Trümmerfeld. Vor ihrem Abzug haben die Deutschen alle Gebäude gesprengt. Den Rest besorgte die Rote Armee. Hitlers Privatbunker ist ein unförmiger Klotz, denn noch 1944 wurden alle wichtigen Gebäude im innersten Sperrkreis mit massiven Stahlbetonhauben überwölbt. Seit Ende 1944 ist Rochus Misch nicht mehr in Rastenburg gewesen. Als Mitglied des sogenannten Führerbegleitkommandos war er auch in der Wolfschanze fast immer an der Seite Hitlers. Die Rückkehr nach 60 Jahren verläuft anders, als der ehemalige Leibwächter des Diktators es sich vorgestellt hat. Es fällt ihm schwer, in den Ruinen etwas wiederzuerkennen. Mein Gott, das ist ein mächtiger Aufguss. Die früheren Wohnbaracken, die waren ja vielleicht zwei, höchstens drei Meter und jetzt ist so ein Koloss da. Ich bin erschüttert, was daraus geworden ist. Weil mir das alles in guter Erinnerung ist, wie es normal ausgesehen hat. Hier alles. Das ist in einem Rückzugverfahren passiert. Unglaublich, aber wahr. Wie schnell die das gemacht haben. In ein paar Wochen hat sich das ganze Gelände hier verändert. Innerhalb von ein paar Wochen. Da waren vorher diese Flachbaracken. Wenn man da reinkam, da war ein Korridor nach rechts. Da war das große Zimmer, wo die Lagerbesprechungen waren. Ein großer Tisch da drin. Und das war ziemlich eingeengt. Das war nicht groß. Das Gewaltige ist nahe entstanden. Als Hitler Mitte Juli 1944 mit seinem Tross aus Berchtesgaden in das Hauptquartier nach Ostpreußen kam,
war sein Privatbunker noch nicht fertiggestellt. So logierte der Diktator im Gästebunker. Die Lagebesprechungen fanden vorübergehend in einer nahegelegenen Holzbaracke statt. So auch am Mittag des 20. Juli 1944. Hitler hatte seine Generäle zum Vortrag gebeten. Einige Adjutanten und Diener waren ebenfalls im Raum. Um 16 Minuten vor 1 beugte sich der Oberbefehlshaber an dieser Stelle über einen großen Kartentisch. In diesem Moment explodierte eine Bombe, die Oberst von Stauffenberg unter dem Tisch deponiert hatte. Der Sprengsatz tötete 4 Personen und verletzte 7 weitere schwer. Die Baracke wurde fast völlig zerstört. Hitler, vom massiven Kartentisch geschützt, wurde nur leicht verletzt. Der Staatsstreich in Berlin scheiterte noch in derselben Nacht. Nach dem Attentat wurden die Sicherheitsvorkehrungen nur unwesentlich verschärft. Er hat nie Angst gehabt. Wir haben nie gemerkt, dass er irgendwelche Angst hat. Mir wird schon nichts passieren, wenn er darauf aufmerksam gemacht worden ist, aus dem Grund. Naja, sagt er, aber mir wird schon nichts passieren. Das war keine Veränderung als solche. Gar nicht, das lief weiter wie vorher, die Tage vorher. Der 20. Juli ist passiert und die nächsten Tage dann ging es normal weiter. Da wurde Mussolini empfangen, dann gingen die anderen Empfänge weiter. Also als wäre überhaupt nichts passiert. Längst hatte der Diktator befohlen, möglichst bald die Wolfschanze durch ein neues Hauptquartier zu ersetzen. Es sollte gegen feindliche Fallschirmjäger geschützt und völlig bombensicher sein. Das Projekt war selbst engsten Mitarbeitern nicht bekannt. Das Eulengebirge, ein Landstrich im ehemaligen Niederschlesien. In den Bergrücken nahe dem polnischen Städtchen Gluczyka verbergen sich die wohl ungewöhnlichsten Hinterlassenschaften des Dritten Reiches. Ein polnischer und ein deutscher Hobbyhistoriker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die merkwürdigen unterirdischen Anlagen zu erforschen. Irgendwo im Wald der sogenannten Säuferhöhen führt ein mysteriöser Schlund 48 Meter in die Tiefe. Ein Fahrstuhlschacht im Rohbau sei dies, so glauben die Experten. Der polnische Lehrer Jacek Duszak und Jürgen Müller vom Verein der Berliner Unterwelten kommen seit vielen Jahren hierher, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Und nicht nur die riesige, mit Holz verkleidete Halle beweist, dass die Nazis hier Großes planten. Insgesamt sind es ja 7 unterirdische Stollenanlagen. Davon war nur ein ganz kleiner Teil, vielleicht so ein Achtel, irgendwie betoniert. Der Rest sind alles Stollen, die zum Teil mit Holzstämmen und Balken abgestützt sind. So um die 40.000 Menschen sind hier in diesem gesamten Gebiet im Eulengebirge praktisch zur Zwangsarbeit eingesetzt gewesen. Hier in den Stollen herrscht dann eine Temperatur um rund 8 Grad und Zwangsarbeiter haben ja im Schnitt zwischen 12 und 16 Stunden am Tag gearbeitet. Dann können Sie sich vorstellen, dass bei schlechter Ernährung, dass es da sehr viele Tote gab. Als die Sowjets Ende April 1945 Niederschlesien eroberten, fanden sie die gigantische Baustelle verlassen vor. Sinn und Zweck der Anlagen blieben ihnen zunächst verborgen. Dieses Objekt ist eigentlich die ganze Zeit seit Kriegsende zugänglich gewesen. Alle Zeugen, die schon hier waren, als die Deutschen abzogen, haben übereinstimmend erzählt, dass es ausgesehen hat, als ob die Arbeiter gerade eine Mittagspause machen. In den Wänden steckten noch die Bohrgestänge, überall lagen Spaten herum.
Loren und Waggons waren mit gefördertem Material gefüllt. Alles sah so aus, als habe man sich nur eine kleine Verschnaufpause gegönnt, nach deren Beendigung die Arbeiter weitermachen würden. Ausbetonierte Räume für Wachmannschaften und Schießscharten für gepanzerte Maschinengewehrstände zeugen von der Bedeutung der Anlage. Denn unter strengster Geheimhaltung wurde hier ab November 1943 ein neues Führerhauptquartier gebaut, Deckname Riese. Die Wolfschanze war Hitler offenbar nicht mehr sicher genug erschienen. Um im Eulengebirge eine bombensichere Unterwelt für 20.000 Menschen zu schaffen, bewilligte Rüstungsminister Speer 130 Millionen Reichsmark. Im August 1945 sollten 40.000 Quadratmeter bezugsfertig sein. Viele der Sklavenarbeiter für den Bau von Riese wurden aus dem KZ Großrosen abkommandiert. Anfang 1945 zählte das Lager über 75.000 Insassen. Etwa 13.000 waren in den Außenlagern im Eulengebirge untergebracht, zumeist jüdische Häftlinge aus Auschwitz. Etwa die Hälfte überlebte den mörderischen Einsatz für die Sicherheit des Diktators nicht. Kilometer Stollen hatten die Zwangsarbeiter schon in den Wolfsberg gegraben, dem größten Komplex der im Eulengebirge geplanten Anlagen. Heute steht das verzweigte Tunnelsystem teilweise unter Wasser. Im November 1944 waren etwa 55% des Planungsstandes erfüllt. Mit dem Ausbau der Anlagen sollte unverzüglich begonnen werden. Die Originalbaupläne für das Projekt Riese sind bei Kriegsende verloren gegangen. Jacek Duszak und Jürgen Müller sind überzeugt, dass es im Eulengebirge noch viele unentdeckte Bunkeranlagen gibt. Denn den wenigen verbliebenen Aufzeichnungen der Nazis zufolge war auch vorgesehen, dass dort in einer riesigen unterirdischen Fabrik sogenannte Wunderwaffen gebaut werden sollten. Doch 60 Jahre danach ist es schwer, Fakten von Gerüchten zu trennen. Wir haben Informationen, dass alle Gefangenen bei Kriegsende evakuiert wurden, bis auf diejenigen, die die Anlagen tarnen sollten. Von denen ist jede Spur verloren gegangen und auch von denjenigen, die damals die Aufsicht führten. Natürlich sind das unbestätigte Informationen. Die Nazis hatten sehr viel Zeit, die Stollen zu tarnen. So ist es heute sehr schwierig, die geschickt verschlossenen Zugänge zu finden. Sie wurden zugeschüttet, Bäume wachsen darauf. Alle Spuren wurden verwischt. Auf Schloss Fürstenstein bei Waldenburg residierten einst die Fürsten von Pless. 1940 war der umfangreiche Besitz der Churchill-Verwandten unter Zwangsverwaltung gestellt worden. 4 Jahre später begannen dort umfangreiche Umbauarbeiten. Ein Gästehaus der Reichsregierung, so hieß es, sollte in dem barocken Kleinod entstehen. In Wirklichkeit war es für Adolf Hitler und seine Getreuen vorgesehen. So arbeiteten 35 Architekten aus dem Baustab Speer unter strengster Geheimhaltung an einem unterirdischen Bunkersystem mit direktem Zugang zum Schloss. Bei Gefahr sollte ein Fahrstuhl den Führer aus seinen Privatgemächern 50 Meter tief in den Berg bringen.
3200 Quadratmeter Nutzfläche waren allein für den Diktator und seine engste Umgebung eingeplant. Die Grundidee war, dass es unter anderem Hitlers letztes Führerhauptquartier werden sollte. Also man hat für die führenden Persönlichkeiten des Dritten Reiches hatte schon jeder seine eigene unterirdische Stollenanlage. Zum Beispiel für Goebbels sollte es eine eigene Anlage geben, für Himmler sollte es eine eigene Anlage geben. Natürlich sollte dann auch Oberkommando der Wehrmacht sollte dann hier einziehen mit Keitel, mit Jodl. Also es gab schon genaue Aufteilungspläne, wer wie viel Kubikmeter bekommen hat. An der Heimatfront waren diese Aktivitäten völlig unbekannt. Die Volksgemeinschaft bekam ihren Führer kaum noch zu Gesicht. Fast jeden Tag und jede Nacht flüchteten die Menschen vor alliierten Bombenangriffen in die Bunker. Denn systematisch wurden die Städte in Schutt und Asche gelegt. Für die Kamera der Propaganda demonstriert Gauleiter Josef Goebbels in den Ruinen der Berliner Hedwigskathedrale Zuversicht. Berlin ist ein bevorzugtes Ziel der Luftschläge. Vom Glanz des Dritten Reiches ist dort kaum mehr etwas übrig. Die Arbeiten zur Neugestaltung der Reichshauptstadt hat man längst eingestellt. Die wenigen fertigen Anlagen wurden kriegsgerecht umfunktioniert. Irgendwo im Tiergarten findet sich heute der sorgfältig verborgene Einstieg in einen Straßentunnel von Hitlers Welthauptstadt Germania. Seit Jahren ist niemand mehr darin gewesen. Dietmar Arnold vom Verein Berliner Unterwelten wagt den gefährlichen Abstieg, denn unten können sich giftige Gase bilden. Ja, wir sind jetzt hier knapp 9 Meter unterm Tiergarten im sogenannten westlichen Tunnel des Achsenkreuzes, geplant als Schnellstraßen- oder Autobahntunnel, knapp 90 Meter lang, 14 Meter breit, 4,80 Meter hoch. Das sind also Überreste von Germania. Das Achsenkreuz ist der sogenannte Schnittpunkt der geplanten Ost-West- und der Nord-Süd-Achse gewesen. Fertig geworden ist ja zu großen Teilen die Ost-West-Achse. Die besteht heute aus der Straße 17. Juni unter den Linden. Und die Nord-Süd-Achse, die ist ja nie fertiggestellt worden. Ja, und das ist davon übrig geblieben. Von diesen hochtrabenden Planungen. 1967 ist der Tunnel hier wiederentdeckt worden erst. Die Decke ist mal saniert worden, das kann man hier auch sehen. Haben sich ausgerechnet, es ist billiger, wenn man das Bauwerk erhält, als wenn man es zuschüttet. Autos sind nie durch diesen Tunnel gefahren. Während des Krieges wurde irgendwann offenbar eine Zwischenwand eingezogen. Rüstungsbetriebe sollen hier unten ihre Produktion bombensicher weitergeführt haben. Eine verrostete Lampe ist alles, was daran noch erinnert. In der hintersten Ecke des Tunnels hat Dietmar Arnold Hinweise darauf gefunden, dass der Tunnel auch von der Berliner Bevölkerung genutzt wurde, als Luftschutzraum während der Bombenangriffe. Das ist die Zugangstreppe, wo die Leute hier früher runtergekommen sind. Interessant finde ich dabei besonders, wie stark diese Treppenstufen ausgetreten sind. Da müssen also wirklich Massen an Leuten über diese schmalen Stufen hier in die Räumlichkeiten hinuntergekommen sein. Das Ganze könnte hier sogar eine Luftschutztür mal gewesen sein. Gemäß eines sogenannten Führer-Sofort-Programms waren ab Oktober 1940 in allen größeren Städten Luftschutzbauten für die Bevölkerung errichtet worden. Sie sollten den Durchhaltewillen stärken
Und trotz der sich abzeichnenden Niederlage standen die meisten Deutschen auch 1944 noch in Treue fest zu ihrem Führer. In Dortmund ist die wohl größte unterirdische Luftschutzanlage des Dritten Reiches erhalten geblieben. Die Zugänge sind getarnt, denn für ungebetene Besucher wäre es hier viel zu gefährlich. Ein Team des Bergamtes untersucht von Zeit zu Zeit die Anlage. In diesem Bereich hier, da haben wir ein typisches Erkennungsmerkmal von Luftschutzanlagen. Diese Gasschleusen, die sind immer mit allen Türen ausgestattet. Man könnte in der Anlage einen Überdruck fahren, wenn draußen ein Gasereignis anlag, dann konnte man damit verhindern, dass Gas in die Anlage einbringt. Nach den ersten Großangriffen der Alliierten auf Dortmund hatte sich herausgestellt, dass die öffentlichen Luftschutzräume nur ungenügenden Schutz boten. Und so begann man mit dem Ausbau eines riesigen Stollensystems unter der Innenstadt. Bis zu 16 Meter unter der Erde sollten sich 80.000 Menschen vor den Bomben in Sicherheit bringen können. 5 Kilometer der Anlage wurden fertiggestellt. In diesem Bereich hier sollte ein Eingang noch über Tage aufgefahren werden. Man hat das von unten vom Stollen als Aufbruch nach oben gemacht. Wie man sieht, ist hier der Ausbau nicht eingebracht. Hier ist der Originalfelsen, wie er nach dem Sprengen zurückgeblieben ist. Den kann man so erkennen und der steht jetzt schon fast 60 Jahre so. Wann wurde das aufgegeben hier? Direkt Ende des Krieges. Also man hat bis zum Kriegsende weitergearbeitet an der Anlage. Das heißt April 1945. Haben wir noch Abrechnungsunterlagen aus der Zeit, wo man das noch erkennen kann, dass da noch Arbeiten liefen. Man kann hier auch sehen, dass hier noch das Werkzeug teilweise zurückgelassen wurde. Man hat also die Baustelle so verlassen, wie man sie hier sieht. Seit November 1943 waren es vor allem Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter gewesen, die hier zum Einsatz kamen. Unter den Arbeitskräften haben sich auch Häftlinge einer Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald befunden. Nach Kriegsende sollen sich manchmal Kriminelle vor der Polizei in die Unterwelt geflüchtet und das verlassene Stollensystem als Lagerraum für Hehlerware genutzt haben. In den 60er Jahren wurde eine Wiederverwendung im Rahmen des zivilen Luftschutzes diskutiert und verworfen. Heute steht die Anlage leer. So, wir kommen jetzt in den Bereich des Großraums Körnerplatz. Da haben wir einen schönen Plan aus dem Jahr 1943. Da kann man mal sehen, wie die Anlage ausgebaut worden wäre, wenn es denn dazu gekommen wäre im Endausbau. Dieser Raum sollte also zweigeschossig ausgebaut werden, mit Holz verkleidet, um die Feuchtigkeit ein bisschen abzuhalten und das Ganze wärmer zu gestalten. Dann mit Fluren aufgeteilt und einzelnen Kabinen, Frischluft- und Abluftkanälen. Zu diesem Ausbauzustand ist es dann aber wohl nicht mehr gekommen. Da hat das Kriegsende die Bauarbeiten wohl eingeholt. So, ich denke, wir gehen hier mal weiter, da vorne sind die Sterne herüber. Eine öffentliche Nutzung ist nicht vorgesehen. Die staatlichen Stellen sorgen dafür, dass die Tunnelröhren nicht einstürzen. At Merkers, Germany, this salt mine holds one of the strangest secrets of the war. A secret that was to deal Germany a crushing financial blow during the last days of the conflict. Here, GIs uncovered a fabulous hoard of jewelry, silver, currency, bullion and art treasures. Much of it, the accumulated loot of 5 years of war. Practically every museum in Europe is represented in these masterpieces, which include Raphael's, Rembrandt's, Van Dyck's, and many other great masters' works, buried now 1,200 feet below the ground in what the Nazis considered a safe hiding place and a bomb-proof shelter. Die Stollen der ehemaligen Kali-Salzbergwerke von Kaiserroda durchziehen weite Teile Südthüringens. Im Lauf der Jahrzehnte haben sich die Bergleute hunderte Kilometer auf mehreren Ebenen durch das salzhaltige Erdreich gegraben.
weit verzweigte Stollensystem gleicht einem Labyrinth. Wer hier etwas verstecken will, muss kaum damit rechnen, dass man es findet. Salz wird nach dem Ende der DDR in Merkas kaum noch abgebaut. Denn vom Tourismus erhoffen sich die Eigentümer inzwischen größeren Profit. Die Geschichte vom sensationellen Goldfund 1945 soll die Fantasie der Besucher beflügeln. Vielleicht ist ja doch noch etwas hier verborgen. Die Geschichte der spektakulären Einlagerung wurde jedenfalls zweifelsfrei rekonstruiert. In den Monaten Februar und März des Jahres 1945 war diese Strecke, die wir jetzt zurücklegen, Zeuge der Einlagerung der Gold- und Devisenreserven Nazi-Deutschlands. Nach dem verheerenden Bombenangriff am 3. Februar 1945 auf Berlin wurde bei Hitler nach den Akten der damalige Reichsbankpräsident Funk vorstellig und verlangte praktisch die Auslagerung an einen sicheren Ort. Die Wahl fiel auf die damalige Grube Kaiser-Roda 2-3, also heute Mergers. Und hier wurden mittels Reichsbahntransporten bis Anfang März diese Reserven hier eingelagert. Die damalige Grube bestand zum großen Teil in der Belegschaft aus Fremdarbeitern. Mindestens drei Viertel, nur die sicherheitsrelevanten Dinge, waren noch von deutschen Arbeitern besetzt, sodass an sich das relativ bekannt sein musste unter den Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen, die hier tätig waren, sodass die Amerikaner recht schnell nach ihrer Besetzung von Mergers am 4. April dieser Einlagerung auf die Spur kamen und sie praktisch hier diese Goldkammer öffneten. Finanzexperten und Kunstsachverständige der Amerikaner begannen sogleich damit, die Schätze zu begutachten. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um die Gold- und Devisenreserven des Dritten Reiches sowie das Inventar Berliner Museen handelt. Der Anteil gestohlener Kulturgüter war in diesem Fall gering. In Bergwerken Süddeutschlands und Österreichs fanden sich später viele der von den Nazis in ganz Europa zusammengerafften Kunstwerke. Manches Wertvolle gilt bis heute als verschollen. Nach und nach besetzten die alliierten Armeen ganz Nazi-Deutschland. Am 22. April 1945 eroberten amerikanische und französische Einheiten Stuttgart. Die verbliebenen deutschen Truppenverbände hatten die Stadt nicht mehr verteidigt und vor der Übermacht kapituliert. Tief im Killesberg ist eine Bunkeranlage erhalten geblieben, die von letzten Gefechten zeugt. Von diesem Befehlsstand aus koordinierte offenbar die Wehrmachtsführung in Stuttgart ihren sinnlos gewordenen Einsatz. Nachrichtenhelfer und Funkmelder nahmen Befehle entgegen, die nur wenige Soldaten überhaupt erreichten. Die Räume wirken so unberührt, als sei der Krieg hier erst gestern zu Ende gegangen. Der Tresor wurde offenbar gewaltsam geöffnet. Die Reste einer Gasmaske liegen auf dem Boden. Die Tür zum Büro der Schutzpolizei ist von Einschüssen durchsiebt. Hat es hier noch einen letzten Schusswechsel mit den Schergen des Regimes gegeben? Wollte jemand, als alles längst verloren war, trotzdem noch für den Führer sein Leben geben? Lange Zeit hatten die Alliierten befürchtet, Hitler habe sich mit seinem letzten Aufgebot auf dem Obersalzberg verschanzt, wo die Nazi-Führung seit den 30er Jahren ein hermetisch abgeriegeltes Refugium unterhielt. Musik
Auch während des Krieges war der Diktator mit seinem Gefolge immer wieder nach Berchtesgaden gekommen. Und wenn der Führer hier oben weilte, wurde er von Hundertschaften aus Sicherheitskräften und SS bewacht. Abstieg in die Unterwelten des Nazibergs. Ein Team von Vermessungsingenieuren erforscht und vermisst dort systematisch die unterirdischen Bunkeranlagen. Direkt im Dokumentationszentrum Obersalzberg führt ein Schacht 30 Meter in die Tiefe. Was genau sich dort unten verbirgt, weiß niemand. Die Holztreppe ist schon vor Jahrzehnten eingestürzt. Mit einem kompliziert gesicherten elektrischen Abseilaufzug werden Team und Ausrüstung vorsichtig heruntergelassen. Am Fuß des Schachts vermuten die Experten den Eingang zu einer halbfertigen Bunkeranlage der SS. Meter unfertige Stollengänge finden die Männer. Erste Kavernen waren schon mit Ziegeln verkleidet, die Kabelschächte teilweise betoniert. Der Vortrieb endet 60 Meter tief im Fels. Florian Beyerl ist einer der besten Experten in Sachen Obersalzberg. Seit seiner Jugend erkundet er dessen Geschichte und hat viele Zeitzeugen befragt. Wie ein Kaninchenbau, so weiß Beyerl, sieht das Innere des Braunen Berges aus. Fast 6 Kilometer lang ist das Stollen- und Bunkersystem. Und noch größere Anlagen waren offenbar in Planung. Fieberhaft wurde im Dreischichtbetrieb gearbeitet, bis kurz vor Kriegsende. Die Bohrer der Bergleute wurden rund um die Uhr nachgeschliffen, um dem Zeitdruck standzuhalten. So viele Arbeitskräfte waren im Einsatz, dass einer den anderen behinderte. Und wer sich vor Sonntagsarbeit drücken wollte, dem drohte der Bauleiter mit dem Sicherheitsdienst. Das ist jetzt eigentlich das letzte, noch nicht dokumentierte und erfasste Teilstück der Obersalzberger Bunkeranlagen. Es handelt sich um einen SS-Bunker, der in einer enormen Tiefe weit unter dem bestehenden Stollensystem angelegt wurde und deswegen aufgrund dieses langen Schachts, der hier runtergebaut wurde, nicht zugänglich war. Durch die digitale genaue Vermessung wird jetzt erstmals das komplette Bild des ganzen Obersalzbergs unterirdisch gezeichnet. Wenn man die letzten Dokumente der Verwaltung Obersalzberg hinsichtlich der Stollenbauten studiert und die Zeitzeugenaussagen damit verschmelzt, dann kommt man zu dem Schluss, dass dieser ganze Bunkerbereich hier für ca. 400 Mann SS gedacht war, als Schutzstollen. Zugleich aber auch in diesen riesigen Hallen, die wir heute hier entdeckt haben, wären relativ große Munitionsdepots zur Verteidigung dieser vermeintlichen Alpenfestung angelegt worden. Die Messungen ergeben zudem, dass das Bunkersystem von Hitlers Berghof kaum 10 Meter entfernt beginnt. Sollte also die SS auch unter Tage zur Verteidigung des Führers eingesetzt werden? Es waren ja 3000 Arbeiter insgesamt mit den Stollenarbeiten am Obersalzberg beschäftigt. Wenn man also diesen Abschnitt hier betrachtet, dann findet man Ausbaustufen vom Rohausbau, das heißt also der brüchige Fels, der hier noch vorherrscht, bis hin zur halbfertigen Endausbaustufe, wie es hier um uns herum zu sehen ist mit den Entwässerungsziegeln. Man hätte hier mit gleicher Arbeiterzahl sicherlich noch 4 bis 5 Monate hinarbeiten müssen, dass dieses Stollensystem benutzbar gewesen wäre als fertiger Luftschutzbunker. Hitlers berüchtigter Sekretär Martin Bormann leitete den Bau der unterirdischen Luftschutzanlagen für den Führer am Obersalzberg.
Auch für seine vielköpfige Familie ließ Burmann einen ausgedehnten Bunker errichten, der heute nur mit einer Sondergenehmigung betreten werden darf. »77 Stufen führten damals direkt aus dem Burmann-Haus in die Unterwelt hinab. Über einen fast 60 Meter langen Gang erreichte man die Privaträume. Zur Sicherung gegen feindliche Eindringlinge wurden auch hier verbunkerte Maschinengewehrstände eingebaut. Der gesamte Bunkerkomplex des Obersalzbergs war autark, und zwar absolut autark von der Versorgung her. Es waren eigene Wasservorräte, es gab eine giftgassichere Belüftungsanlage, Lebensmittelvorräte waren eingelagert. Und es wäre möglich gewesen, hier längere Zeit auszuharren. Das Problem wäre nur das gewesen, man hätte die Eingänge nicht von außen beschützen können, sondern nur von innen nach außen. Es gab außen keine Festungsanlagen. Das heißt, der Feind konnte im Belagerungszustand in die Bunker bis zu den MG-Nestern eindringen und hätte dann von dort aus abgewehrt werden müssen. In diesem Bereich war jetzt die Familie Bormann untergebracht. Drei verschiedene Kammern, kann man sagen, für die Kinder. Stockbetten waren drin untergebracht. Die Kammern waren belüftet. Was interessant ist, ist, dass zum Beispiel hier bewusst eine relativ warme Farbe verwendet worden ist, um dieses Dasein unter Tage nicht ganz so öde zu gestalten. Die Lichtschalter für die Kinder waren bewusst tiefer untergebracht. Man hat also hier ist man um 50 cm fast tiefer gegangen wie sonst wo. Es gab Holzböden, man muss sich vorstellen, hier sind die Stockbetten gestanden. Und wie man sieht, es waren sogar Bilder aufgehangen hier. Man sieht noch die Nägel. Und die Familie Bormann war hier in diesem Bunkerbereich wochenlang, natürlich nicht nur herunten, die waren im Haus und hier, aber die Luftsituation, also die Gefahr am Obersalzberg durch feindliche Bomber hat zugenommen, Ende 43 extrem. Und die Familie Bormann hat sich also richtig eingerichtet hier unten. Bormanns Panzerschrank ließen die Amerikaner bei Kriegsende herausschaffen. Die Umrisse sind noch zu erkennen. Eine mit modernsten Geräten ausgestattete Nachrichtenzentrale lieferte die neuesten Funksprüche und Meldungen von den Fronten. Auch für Hitler selbst und seine geliebte Eva Braun hatte der Sekretär eine eigene unterirdische Stadt anlegen lassen. Der gesamte Tross des Diktators sollte sich vor Bombenangriffen unter dem Berghof in Sicherheit bringen können. Anfang April 1945 wurden Vorräte in die Bunker geschafft. Auch alliierte Geheimdienste wähnten den Diktator schon am Obersalzberg. The false security of Betches Garden, from where so much of the world's tragedy was planned and directed, was shattered in April by a force of Allied heavy bombers. Arriving at daybreak, they attack Hitler's notorious mountain hideout and the chalet in the valley below with 12,000-pound bombs fused for deep penetration. The SS barracks nearby also received accurate attention. Zerstörten die meisten Gebäude. Der Berghof wurde unbewohnbar. Der traurige Rest von Hitlers Hofstaat überlebte in den Bunkern. Dann kamen die Amerikaner. US-Befehlshaber Omar Bradley auf Besichtigungstour am Obersalzberg. Der zerstörte Berghof wurde zur Attraktion für die Sieger. Auch die mysteriösen Bunkeranlagen gehören zum Besichtigungsprogramm der Soldaten.
Neugierig betritt ein GI für die Kamera der US Army den Führerbunker. Auf 1800 Quadratmetern hätten Hitler und seine letzten Getreuen hier noch wochenlang ausharren können. Am Obersalzberg hat man damit gerechnet, dass Hitler kommt, und zwar bis zum letzten Tag. Man war bereit, die Bunker waren alle eingeräumt soweit, und es kam ja auch schon die Vorhut aus der Reichskanzlei Berlin. Und man kann also sicherlich behaupten, wenn Hitler hierher gekommen wäre, dass sich unter Umständen der Krieg noch etwas verlängert hätte. Er hätte von hier aus logistisch gesehen die Möglichkeiten gehabt, den Trümmerhaufen, der noch übrig war zu dem Zeitpunkt, weiter zu lenken und leiten. Als der Rundfunk am 1. Mai 1945 den Tod Hitlers meldete, plünderten vor allem Sicherheitsbeamte die verbliebenen Besitztümer ihres Chefs. Mit der Erlaubnis der Amerikaner bedienten sich Berchtesgadens Bürger später aus den dort angehäuften Vorräten. Hitlers Privatarchiv war von einem seiner Adjutanten noch rechtzeitig verbrannt worden. Die im Bunker verbliebene Bibliothek, Schallplatten und Gemälde wurden von den Amerikanern konfisziert. Auch in Eva Brauns Schlafzimmer hatten sich bei Kriegsende zunächst offenbar Unbefugte eingenistet und wilde Partys gefeiert. Die Kaverne war im April 1945 bezugsfertig gewesen, angefüllt mit der umfangreichen Garderobe und dem Porzellan. Auf besonderen Wunsch der Führergeliebten war eigens ein Badezimmer mit Wanne eingebaut worden. Heute gibt es hier nicht mehr viel zu sehen. Die Räume sind wie leergefegt. Trotzdem brechen immer wieder kriminelle Schatzsucher in die Anlage ein, um das geheimnisvolle Labyrinth zu durchsuchen. Gleich neben Eva Brauns Kaverne befand sich die des Führers. Spartanisch soll sie eingerichtet gewesen sein. Das Inventar haben die Amerikaner weggeschafft. Der Rest fiel Touristen in die Hände. Sogar die Kacheln aus dem Badezimmer wurden als zweifelhafte Souvenirs mitgenommen. Hitler selbst ist nur ein einziges Mal hier unten gewesen. Er entschied sich für den Untergang in Berlin.